ist wunderbar, wie mein langes Haar. Scheinend luftig, luftig fast schwarzig. Jedes schöne Haar war schulterlang und länger. Hier, Baby, da, Mama, überall Daddy, Daddy, hey. Prachtvoll, richtig, hey. Ist jetzt wirklich richtig rein. Und dann beginnt sie bald die Zeit des Aquarius. Die Zeit des Aquarius. Das Amphitheater im Musical Fieber. Die Bühne am See gehört den New Yorker, sorry, den Senftenberger Hippies. Her, ein Musical-Klassiker. Regisseur Daniel Ries schwärmt von dem Stück. Also es ist fantastische Musik, Welthits, und es transportiert trotzdem eine ganz ernste und interessante Botschaft oder hat sozusagen ganz ernste Themen, die da verhandelt werden. Und diese Mischung aus Sexiness, Welthits und einer echten Botschaft oder einem wirklichen Inhalt ist nicht so häufig bei Musicals. Herr erzählt die Geschichte von Claude Huber Bukowski, einem jungen Mann aus dem ländlichen Oklahoma, der Ende der 1960er Jahre in den Vietnamkrieg ziehen soll. Auf dem Weg zur Musterung in New York trifft er auf eine Gruppe von Hippies um einen Typen namens Burger. Zwei grundverschiedene Lebensentwürfe, die hier aufeinanderprallen. Den Lebensentwurf von Claude, der aus der amerikanischen Provinz kommt, dessen Leben geprägt ist von Treue, Glauben, Verantwortung. Das ist sozusagen sein Leitmotiv. Und das Leitmotiv der anderen ist Frieden, aber auch Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Hedonismus. Also ein absolutes Prinzip, ich genieße mein Leben. Weil ich lebe, Schwester, hab die Freiheit, Bruder, und es geht mir gut. Das Musical Hair am Broadway in New York, uraufgeführt im Jahr 1968. Inmitten aufgeregter Zeiten, Vietnamkrieg, Studentenrevolte und Hippie-Bewegung. Es gilt bis heute als ein Meilenstein der Popkultur. Über 50 Jahre alt und doch noch ganz aktuell. Es gibt halt Geschichten, die wiederholen sich im Leben von Menschen und die wiederholen sich auch in der Menschheit sozusagen. Und es geht in dem Stück auch um Krieg. Es geht in dem Stück darum, wie verhalte ich mich in so einer Situation, in der ein Krieg geführt wird. Und insofern schwingen, wenn wir jetzt diese Geschichte erzählen, die zu Zeiten des Vietnamkriegs spielt, schwingen natürlich in den Zuschauern von heute diese ganzen Thematiken mit. Und das ist gut. Drogen waren für die Hippies damals neben Sex und Rock'n'Roll so eine Art Lebenselixier. Cannabis ist in Deutschland ja gerade legalisiert worden, an diesem Abend aber nicht im Einsatz. Allerdings sind übernatürliche Zustände bei den Zuschauern durchaus beabsichtigt. Ich finde unsere Ausstattung fantastisch. So eine Ausstattung für Hair habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, die so versucht, die Zuschauer in einen Drogenrausch zu versetzen, ohne dass sie Drogen nehmen. Sommertheater, Amphitheater, das ist für die Akteure schon etwas ganz Besonderes. Ist komplett unterschiedlich. Erstmal ist das Publikum ganz anders. Also ich habe letztes Mal zum ersten Mal im Amphi hier gespielt, letztes Jahr. Und es ist eine super Stimmung hier. Man merkt einfach, die Leute, die kommen und die haben Lust auf Unterhaltung. Die kommen immer mit einer super guten Stimmung. Hier ist es halt einfach groß, energiegeladen und hat so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Stadion-Feeling. So empfindet das auch Anthony Curtis Kirby, ein gebürtiger Amerikaner und Wahlberliner, der als Gast für diese Inszenierung nach Senftenberg geholt wurde. Musical ist seine Spezialstrecke. Er stand in Hair bereits in Magdeburg und Stuttgart auf der Bühne. Was ist anders als im normalen Theater? Jetzt bin ich ja schon mal froh, dass das hier überdacht ist. In Magdeburg haben wir regelmäßig einfach im Nassen gespielt. Die Bühne war nass. Man schläft dabei her ab und zu. Und wir lagen in Pfützen. Wir hatten Steine, also Kies. Wir lagen im Matsch. Die Kostümleute haben sich gefreut. Ja, natürlich auch die Lichtverhältnisse sind anders. Also es ist noch hell, im Theater ist das Licht aus und dann geht's los. Und auch die Entfernung, also Open Air ist prinzipiell größer als so jetzt im Haus. Und jetzt geht es mit mir nur bergab, nur bergab. In uns allen geht es nur bergab, nur bergab. Hier im Amphitheater, das bedeutet viel Musik und viel Tanz auf der Bühne. Mehr als 20 Choreografien. Das war Schwerstarbeit bei den Proben. Verantwortlich dafür zeichnet Choreografin Franziska Golk.
Das habe ich mir aber gut eingeteilt, weil es ja nicht meine einzige Arbeit ist. Ich arbeite ja sonst auch noch als Theaterpädagogin an der Neuen Bühne. Also ich bin da schon lange mit beschäftigt. Und ja, das war viel, massiv viel. Und diese Bühne hat eine große Herausforderung. Dieser Halbkreis ist choreografisch nicht besonders leicht. Aber ich kenne diese Bühne schon lange, habe schon viele Choreografien hier gemacht. Und von daher war mir das nicht ganz unbekannt. Also hat mir die Arbeit ein bisschen erleichtert. Und Franziska Golk ist bei dieser Inszenierung quasi in Doppelfunktion unterwegs. Denn sie ist auch die künstlerische Leiterin der chaotischen Idealisten des Vereins Kulturregen. Eine Gruppe von Amateuren, die bereits seit 2005 im Amphi mit Musiktheateraufführungen das Publikum begeistert. Profis und Amateure, diesmal gemeinsam auf der Bühne. Das funktioniert wirklich gut. Also die haben sich sehr, sehr schnell gefunden. Und auf der Bühne wirken sie wie eine Gruppe. Und das war auch Ziel, also eine große Herausforderung und Ziel. Und das hat ziemlich schnell geklappt. Ein besonderer Abend im Amphitheater und eine echte Kraftanstrengung für die neue Bühne. Das ist wirklich das große Besteck. Es sind 24 Leute, die da beteiligt sind. So eine große Produktion gab es noch nie im Amphitheater. Das ist schon echt ein Brett. Und 24 Leute zu organisieren, szenisch, choreografisch, musikalisch, dass es auf den Punkt kommt und dann aussieht, als gäbe es nichts Leichteres von der Welt, das ist eine große Herausforderung.